Wir möchten euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Konferenz, die bis inklusive Sonntagmorgen dauern wird. Es ist großartig, dass es uns gelungen ist, mit Missy Magazin und der Heinrich-Böll-Stiftung ein solch großes Event auf die Beine zu stellen. Das 21. Jahrhundert feministisch gestalten, das heißt, dass wir uns mit vielfältigen Themen hier präsentieren. Und ich glaube, die Heinrich-Böll-Stiftung und das Gunda-Werner-Institut hat es immer wieder geschafft, tolle feministische und geschlechterpolitische Events auf die Beine zu stellen. Ich möchte hier nur daran erinnern, 2005 hatten wir Femme Global organisiert, eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Humboldt-Universität hier in Berlin. 2009 dann hier, da war das Haus noch ganz neu, haben wir das Gender Happening organisiert. Dazu finden sich auch immer wieder Denkanstöße und Schnipsel auf unserer Website, vor allem auf der des Gunda-Werner-Instituts. Ja, wir sind überwältigt auch über die Anmeldezahlen zu dieser Veranstaltung. Bisher haben sich über 700 Leute angemeldet. Ich glaube, das größte Event, was Missy veranstaltet hat, war ein Peaches-Konzert im Festsaal Kreuzberg, ein etwas anderer Rahmen. Und wir sind sehr froh auch über die Kooperation und gespannt, was in den nächsten Tagen passieren wird. Ja, für alle, die vorhin bei der Ausstellungseröffnung Wer braucht Feminismus? Dabei waren, die Ausstellung ist von US-amerikanischen Studentinnen gestartet worden. Und ihr liegt ja nichts anderes zugrunde, als nochmal genau zu fragen, ich brauche Feminismus und dann zu begründen, warum und weil. Und das hat damit zu tun, dass ich endlich wieder seit 2012 viele Frauen und Männer aus vielen verschiedenen organisatorischen Zusammenhängen endlich bereit erklärt haben, sich auch wieder als Feministin zu bekennen. Und das zu einer Zeit, als Feministin ein Schimpfwort war, zu einer Zeit, als eigentlich gar niemand mehr dachte, dass Feminismus eine Relevanz für uns und unsere Gesellschaften hat. Wir brauchen Feminismus, wir brauchen feministische Perspektiven mehr denn je. Und wir brauchen vor allem feministische Perspektiven, weil der Feminismus es ist, der nicht nur die Geschlechterverhältnisse und die Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse zwischen den Geschlechtern thematisiert und in Frage stellt, sondern auch immer wieder gesellschaftliche Utopien entworfen hat für ein anderes Zusammenleben, für ein Zusammenleben ohne Diskriminierung und Gewalt, ein Leben in Selbstbestimmung und Freiheit. Und wir brauchen heute mehr denn je den Feminismus, weil, Henning hat es bei der Ausstellung schon gesagt, wir es mit einer Welle von Antifeminismus zu tun haben, mit einem Genderbashing ohne Gleichen, organisiert vor allem von religiösen Kräften, von fundamentalistischen politischen Kräften. Und wir wollen eben auch mit dieser Konferenz mit lauter Stimme sagen, warum wir hier sind und dass wir uns das nicht gefallen lassen, was uns da gesellschaftlich weggenommen werden soll. Wichtig ist auch, oder ein Grund für die Konferenz ist auch, neben all dem, was du gerade gesagt hast, dass seit den 70er Jahren sehr viel passiert ist und sich die Welt gewandelt hat. Die Welt ist einmal enger zusammengerückt, globaler geworden, die Gesellschaft ist pluralistischer geworden. Feministische Ideen sind auf der einen Seite eben in vielen Institutionen verankert, auf der anderen Seite gibt es eben immer wieder diesen Backlash. Und wir hatten zwischendurch so eine kleine digitale Revolution, die auf der einen Seite zu neuen Herausforderungen geführt hat, also eben neue Angriffsformen, auch einen neuen öffentlichen Raum, wo es für Frauen gilt, sich zu behaupten, und aber natürlich auch ein neuer Ort ist, an dem wir uns vernetzen können und an dem wir gemeinsam aktiv sein können. Ja, du hast es schon gesagt, wir haben es mit alten und neuen Medien zu tun. Und Feminismus ist in den Medien durchaus präsent. Meist aber allerdings wird nur gefragt, ob Feminismus überhaupt noch gebraucht wird oder wie mit einzelnen Aktionen wie Hashtag Aufschrei nicht schon zu laut war. Gleichzeitig sind feministische Zugänge sehr rar. Krise, Pegida, all das kommt meist in den traditionellen Medien ohne feministische Perspektiven aus, ohne Kritik. Und das, obwohl es die Feministinnen sind, die gerade auch Hetze
Verfolgung im Netz thematisieren, aber selten wird das eben von den klassischen Medien mehr oder weniger aufgegriffen. Kein Wunder, dass große Teile der Öffentlichkeit meinen, feministische Ideen erschöpften sich in Twitter-Hashtags oder in Quotenforderungen. Dabei ist der Feminismus viel mehr. Feminismus bedeutet eben genau Kritik am gesellschaftlichen System. Ich sagte es schon, Feminismus ist der Zugang, der uns hilft, Diskriminierung zu verstehen, der uns hilft, mit Ausgrenzung umzugehen. Und nicht zuletzt, feministische Theorien und Praxen zeigen uns gesellschaftliche Alternativen auf, wie wir ohne Gewaltverhältnisse miteinander umgehen und leben können. Und das wollen wir eben auch mit dieser Konferenz. Feministinnen formulieren politische Forderungen. Und wir wollen hier vor allem dafür sorgen, dass unsere Forderungen noch mehr gehört werden, als das bislang der Fall ist. Wir bei Missy Magazin hatten schon recht lange die Idee, eine solche Konferenz zu veranstalten. Auch weil ich eben gemerkt habe, dass es sehr viele interessante feministische Ansätze gibt, von denen ich nicht immer Bescheid wusste. Auch weil wir einfach, wir selber der Meinung sind, dass wir unsere eigenen Ansätze auch immer wieder beständig hinterfragen müssen. Und ich habe mir einfach schon wirklich sehr lange einen Ort gewünscht, wo sich verschiedene Generationen von Feministinnen treffen können, wo sich auch eben Menschen mit verschiedenen feministischen Ansätzen und auch Anliegen treffen können, auch vielleicht Anliegen, von denen ich noch nie gehört habe, und wo wir sozusagen miteinander in Austausch kommen und uns auch gegenseitig immer wieder hinterfragen können. Und dann kam irgendwann das Gunda-Werner-Institut und erzählte, dass auch hier eine Veranstaltung im Jahr 2015 geplant ist zum Feminismus, und zwar aufgrund des Jubiläums der Aktionsplattform Peking. Und ich muss dann gestehen, dass ich tatsächlich erstmal mich nochmal genauer informieren musste, was damals 1995 in Peking passiert ist. Lerneffekte waren intendiert. Und wir haben uns getroffen, haben mehrfach darüber geredet, ob eben es Sinn macht, den eher politischen Ansatz der Böll-Stiftung und den eher kulturellen Ansatz des Missy-Magazins zusammenzubringen, und haben uns dann eben entschlossen, ja, das macht Sinn und wir wollen das zusammen organisieren. Ja, und ich freue mich. Ja, definitiv. Seit Peking ist einige Zeit vergangen und für viele Frauen, vor allem für die Jungen, ist es in der Tat kein Bezugsrahmen mehr und auch kein Meilenstein mehr. Dennoch war es uns ein Anliegen, daran zu erinnern, wie sehr es einer globalen Frauenbewegung vor über 20 Jahren gelungen ist, Frauenrechte als Menschenrechte zu verankern, rechtsbasierte Ansätze auf der internationalen Ebene zu verankern. Und das ist ja eine Errungenschaft von vielen, auch lokalen, dezentralen Frauenkämpfen gewesen, genau das zu erreichen. Und definitiv kann man sagen, dass sich geschlechterpolitisch, was die Partizipation von Frauen in politischen Entscheidungsprozessen angeht, auch auf vielen Ebenen sozial einiges verbessert hat für die Frauen. Aber wir sind ja definitiv heute gerade auch international mit einem politischen Klima konfrontiert, das ich bezeichnen würde als konservative Mobilmachung gegen Frauenrechte, gegen all das, was wir erreicht haben, vor allem auch gegen sexuelle und reproduktive Rechte. Und es sind eben politische und religiöse Fundamentalisten aller Couleur, die auf dem Vormarsch zu sein scheinen. Die genderbasierte Gewalt geht weiter. Und überall erleben wir, auch wir als Heinrich-Böll-Stiftung, wir sind in über 30 Ländern präsent, wir erleben, wie die Angriffe auf Frauenrechte geschieht. Und wir versuchen mit unserer internationalen Arbeit eben genau Frauen Mut zu machen, mit Partnerinnen zu kooperieren, mit Netzwerken zu kooperieren, die das Erreichte nicht nur verteidigen, sondern natürlich auch weiter ausbauen. Denn es geht wirklich darum, dass es weltweit darum geht, Frauen zu ihren Rechten, nicht nur zu ihren Menschenrechten, zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten zu verhelfen. Und das tun wir mit unserer internationalen Arbeit flächendeckend und in großem Umfang. Das ist
Alles richtig und wichtig. Aber ich gehöre, ich gehöre ja sozusagen einer Generation an, die quasi mit den richtigen Gesetzen aufgewachsen ist. Ja? Also uns wurde in den 90ern immer eingebläut, es ist alles gut, auf dem Papier ist ja die Gleichberechtigung, wenn ihr jetzt nicht Bundeskanzlerin werdet, seid ihr selbst schuld. Und das, was ich sozusagen daraus mitgenommen habe, ist Gesetze, Richtlinien, Konventionen, wunderbar, total wichtig, auch normierend. Aber es funktioniert nur, wenn sich auch die Kultur verändert. Also das, was mächtig sind eben nicht nur Menschen in Machtpositionen. Politik wird nicht nur in Parlamenten und Hinterzimmern gestaltet, sondern in unserem Alltag, in unserer Sprache, auch im Fernsehen, im TV, in der Musik. Also alles, was uns umgibt, unsere Kleidung, ist politisch. Und genau deswegen finde ich es eben interessant, diese beiden Ansätze zusammenzubringen, weil wir eigentlich nur gemeinsam wirklich Veränderung schaffen können. Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen ist es auch so toll, dass wir hier es gemeinsam geschafft haben, mit euch ein spannendes und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Darüber werden wir uns davon überzeugen können in den nächsten Tagen. Man kann sich ja darüber streiten, ob eine Schwerpunktsetzung besser gewesen wäre oder ob wir hier die Vielfalt zeigen. Aber Feminismus waren immer Feminismen und sie zeichnen sich eben auch durch ganz vielfältige Zugänge aus, durch ganz vielfältige Themen. Und deswegen bin ich eigentlich über diese Vielfalt des Angebots sehr zufrieden. Das geht nicht nach dem Motto, für jede ist irgendwas dabei, sondern es geht wirklich darum, dass einige von euch sich ja auch letztlich mit verschiedenen Themen intensiver beschäftigen wollen oder andere vielleicht auch neu kennenlernen wollen. Uns geht es mit dieser Konferenz, mit der The Impossible, wage das Unmögliche, eben vor allem darum, uns nicht zu verteidigen oder zu rechtfertigen, sondern neue Ansätze zu zeigen, Mut zu machen, uns Freude und Kraft zu geben, dass wir all die Kämpfe, um die es eben weiterhin gehen wird, auch gemeinsam und solidarisch miteinander bestreiten können werden. Und von daher sind Sie, wir alle gemeinsam gefordert, mit Ideen diese Konferenz zu gestalten. Also wir würden uns sehr wünschen, wenn man nicht einfach nur konsumiert, was so angeboten wird, sondern wir möchten hier, das ist die Heinrich-Böll-Stiftung eben sehr häufig, ein Ort sein, an dem neue Ideen Platz haben, mit denen wir dann auch in Balmissi oder hier wir bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung weiterarbeiten können. Wir brauchen eben auch immer wieder solche Orte für Infusionen, für gute neue Ideen. Ja, ich glaube, wir möchten gleich an Sonja Eismann übergeben und wollen uns vorher noch bedanken. Bei unseren Kooperationspartnerinnen. Wir haben keine, wie nennt man das? Wir haben das nicht geübt vorher. Was? Generalprobe, danke, meine Liebe. Ich meine, man sagt Premiere, da war aber doch was davor. Also, wir haben eine ganze Reihe von Projekt- und Kooperationspartnerinnen. Das ist erstmal UN Women Nationales Komitee Deutschlands. Das ist der Deutsche Juristinnenbund, das Medienlabor des Journalistinnenbundes, die Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, das Forum Menschenrechte mit der Arbeitsgruppe Frauenrechte und Schwules Museum. Und wir möchten uns hier natürlich zuallererst bei allen internationalen Gästen bedanken, die den weiten Weg zu uns gemacht haben. Herzlich willkommen aus den verschiedenen Regionen dieser großen Welt. Ja, und ich übernehme, uns zu bedanken, vor allem bei den Mitarbeiterinnen des Missy-Magazins. Natürlich bei dir, Stefanie. Herzlichen Dank für die gute Kooperation bei Katrin Gottschalk, bei Margarita Zomu und bei Daniela Burger. Ganz toll, wie wir kooperiert haben. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat in der Zusammenarbeit. Applaus
Ich möchte mich bedanken im Namen von uns allen bei der Kommunikationsabteilung und des Tagungsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung, Gundula Fienborg, Eva Klakel, Elke Paul, Sabrina Horn, die vielen TagungsassistentInnen, TechnikerInnen und so weiter, bei allen DolmetscherInnen und natürlich beim Gunda-Werner-Institut, Christiane Bornstedt, Sabine Kahl, Susanne Dier, Simone Habel, Gitti Henschel, Ines Kappert, Hanna Lichtentäler, Francesca Schmidt, Henning von Bargen, Christine Weiß. Und herzlichen Dank euch. Ja, wir wünschen uns natürlich, dass unsere Idee, die wir mit diesem Wage das Unmögliche hatten, dass diese Ideen aufgehen. Ich sagte es schon, das ist ein wechselseitiges Miteinander schaffen hier. Damit Sie wissen, wer Sie jetzt durch den weiteren Abend führt, möchte ich Ihnen ganz kurz Sonja Eismann vorstellen. Sie lehrt seit 2007 an verschiedenen Universitäten und als Wissenschaftlerin liegen die Forschungsschwerpunkte der Kommunikationswissenschaftlerin auf Repräsentation von Geschlecht und Populärkultur, Dritte Weltfeminismus, gendersensiblem journalistischem Schreiben, die Do-it-yourself-Kulturen und Modetheorie. 1998 war Sonja Eismann die Mitbegründerin der Zeitschrift Nylon, Kunststoff zu Feminismus und Populärkultur. Seit 2008 ist sie Mitherausgeberin und Chefredakteurin des Missy-Magazins und daneben schreibt sie als freie Autorin für verschiedene Zeitschriften. Sonja, wo bist du? Da, alles klar. Nochmal, eine schöne Zeit miteinander. Spaß vor allem. Ja, vielen Dank. Oh je, ich bin noch etwas erkältet, aber es wird gehen. Vielen Dank für diesen schönen Einstand in dieses extrem dichte, spannende Programm der nächsten 4 Tage. Es ist wirklich beeindruckend, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Da würde ich mich auch nochmal im Namen des Missy Magazine gerne bedanken. Und also ich bin übrigens nur Co-Chefredakteurin bei Missy Magazine, weil wir haben eher so flache Hierarchien, wie man das heute so hat. Mir kommt jetzt die Aufgabe zu, durch den spannenden Wortteil des heutigen Abends zu leiten. Da sage ich mal kurz, was da passieren wird. Also es gibt jetzt zuerst ein Referat, ein Input von Sabine Haag. Dann gibt es 2 spannende Interventionen von einer sehr geheimnisvollen Fee des Feminismus, auf die ich auch schon sehr gespannt bin. Es gibt den ersten Teil der Intervention, dann gibt es eine Talkrunde zum Thema des Kongresses, dann eben nochmal die Intervention und danach sind alle herzlich eingeladen, nochmal die Ausstellung anzuschauen oder einfach mit uns bei einem Glas Sekt und Brezeln den Abend ausklingen zu lassen.